Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark im Herausforderungsmodus. Und diesmal im Herausforderungsmodus gejagt Teil 2. Denn Nomade haben wir zuletzt abgeschlossen. Wir gehen mal auf Herausforderungen drauf. Das haben wir zuletzt gemacht. Nomade hat sich wirklich sehr lang gezogen. Aber jetzt sind wir bei gejagt Teil 2. Schwierigkeitsgrad sehr hoch. Jetzt bist du der Jäger. Spüre den alten Bären mit dem Bärentötergewehr in der Hand in seiner Höhle auf. Nimm das Gewehr und tritt dem alten Bären gegenüber. Das werden wir als nächstes machen. Und ich würde sagen, da legen wir jetzt los. Diesmal spielen wir den Mann. Und diese Herausforderung nennen wir Jäger. Nehmen es an. Okay, ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Okay. Hört sich total beruhigend an. Was? Was zum Teufel? Okay. Okay, das war's dann mit der Herausforderung. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh mein Gott. Okay, ich hab jetzt schon wieder Angst. Was ist da gerade passiert? Das ist das erste Mal, dass es so eine Animation gibt, dass ein Tier irgendwie Schaden anrichtet oder dass man das dementsprechend so hört, was da passiert. Das klingt mehr als beängstigend. Ja, aber ich denke mal, wir werden es schon irgendwie schaffen. Bär, bitte sei mal ruhig. Ich muss mal eben hier. Ich mach mal eben schnell. Bärschi, bitte Ruhe. Ach. 54. Bärschi, bitte, ich bin hier gerade schwer beschäftigt. Störrischer alter Bär. So. Jetzt mache ich das letzte Mal ein bisschen langsamer, um auf Nummer sicher zu gehen. Durch die Geräusche wird man leicht abgelenkt. Ja, fängt auf jeden Fall schon mal sehr gut an hier. Gut, das öffnen wir und wir bekommen... Ja, hat sich richtig gelohnt, der Safe. Wir haben einfach gar nichts bekommen. Wow. Ich bin überwältigt. Ein Schokoriegel. Nichts. Ein Nähset, ein Gewehr, Putzset und Stoff. Eine Flasche Wasser. Magnesiumfackeln. Und ein Buch zum Verbrennen. Und Holz. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen überfordert mit der Situation. Du wirst ja jetzt einfach hier reingeschmissen und von wegen, yo, mach mal. Und dann kommt da so ein Bär und haut fast die ganze Türe weg. Das ist ein bisschen, spüre den alten Bär auf und töte ihn. Naja, aufspüren ist ja relativ. Er steht ja vor der Tür. Also da muss ich nicht viel aufspüren. Muss mal so zu erwähnen. Gut, wir sortieren mal nach Zustand. Die Schuhe hier können wir nicht reparieren, weil wir kein altes Leder haben. Aber wir können mal eben den Schal hier reparieren. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. So, das hätten wir. Dann können wir das nächste können wir nicht machen, weil wir gar keinen Stoff mehr haben. Ich schaue mal eben so durch, was wir hier so an Zeug haben. Lampenöl, Schlafsack, okay, Gewehr plus Gewehr plus Zeug. Ein bisschen was zu essen, Klamotten, okay. Ja, Antibiotika haben wir gar nicht. Schmerzmittel so gut wie gar nicht. Momentan sind wir halt quasi so ein bisschen nackt und wehrlos, außer dass wir halt ein Gewehr haben. Aber ansonsten halt wie immer.
Ich würde mal sagen, ich habe Angst. Aber YOLO. Ich weiß nicht, was. Okay. Das ist okay, sehr beunruhigend. Ich möchte mal festhalten, dass das sehr beunruhigend ist, was da gerade passiert ist. Oh Gott. Ich glaube es nicht. Wir verfolgen den Bären. Wir sind doch absolut größenwahnsinnig. Ich glaube, wir sollten nicht hinterherlaufen, sondern normal gehen. Blutige Fußspuren. Die Tatzen sind tief im Schnee gedrückt. Vom Gejagten werden wir nur zum Jäger. Sieht schon cool gemacht aus, muss man schon sagen. Hier mit den Fuß, also mit den Tatzen vom Bären, mit dem Blut. Oh, meine Mausempfindlichkeit. Ist sehr hoch. Ich habe ihn getroffen. Da rennt er wieder davon. Es ist doch sehr beunruhigend, muss ich feststellen. Es hat so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde die Situation gerade sehr angespannt. Also ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Vor Freude, vor Angst, vor Nerv. Also es ist gerade purer Nervenkitzel, das definitiv. Also zweimal haben wir ihn mindestens erwischt. Es ist sehr kalt. Wir sollten zur Hütte am See gehen. Das sollten wir definitiv mal machen. Ich würde sagen, das ist doch dann die nächste Anlaufstelle, um uns erstmal aufzuwärmen. Wo ist denn der jetzt lang gelaufen? Hier lang. Ach, da hinten ist er rumgelaufen. Da hinten sehe ich ihn auf. Das sieht so bescheuert aus. Aber gut, wir voll. Ja, der ist stehen geblieben. Wir verfolgen den Bären weiter. Wir müssen sowieso die Richtung, weil ich möchte ganz gerne zum Haus am See. Zumal uns gerade sehr kalt ist. Da hinten haut ein Wolf ab. Hat Angst vor dem Bären. Hirsch läuft auch weg. Die ganze Tierwelt ist gerade in Aufruhr. Ja, es ist verdammt kalt hier. Wir sind unterkühlt. Einen Schuss kann ich Ihnen noch mitgeben, aber dann sollte ich definitiv zum Haus am See, weil wir sonst Gefahr laufen, selbst zu sterben, weil wir erfrieren. Ich will noch ganz gerne die Metallbehälter dort durchsuchen. Und da ist wohl eine Leiche. Können das ja kombinieren. Tunneleinsturz. Ah, Brecheisen. Sehr gut. Ich versuche gerade die Ruhe selbst zu sein. Es ist ja doch ein bisschen. Man ist ja doch sehr angespannt, muss ich zugeben. Selbst ich als alter Hase in The Long Dark bin ein bisschen angespannt. Mich schockt ja nicht mehr so vieles in diesem Spiel, weil ich halt schon alles miterlebt habe. Da ist irgendwo eine Leiche. Da ist sie auch. Und dann sollten wir echt schnell zum Haus am See. Ein Jagdmesser, wie cool. Okay. Was hat er Schönes für uns? Ein Energieriegel.
So, einen geben wir ihnen noch mit. Ach, jetzt haut er ab. Du Drecksack, komm her. Erst mich über die gesamten Karten jagen und jetzt so einfach abbauen. Du Feigling. Vorher war ich nackt und wehrlos, hatte nichts, um mich zu verteidigen vor den Bären. Und jetzt spürt er mal, wie es ist, Angst zu haben, wegzurennen, vor der Gefahr abzuhauen. Ich weiß zwar immer noch nicht den Hintergrund, warum der Bär so aggressiv war und wieso der Pfeile drin hat in seinem Körper, waren wir das? Oder was ist da passiert? Das kann ich immer noch nicht sagen. Interessiert mich halt immer noch, so ein bisschen den Background zu checken. Aber ich glaube, da werden wir so schnell keine Antwort drauf bekommen. Aber es ist auf jeden Fall mal schön, in dieser Jägerrolle zu sein. Mit der Gejagte zu sein, ist nicht schön, haben wir bemerkt. Eine gefrorene Leiche, die hat nichts dabei. Dann auf zum Haus am See. Wir haben schon 90 Gesundheit nur noch, 90%. Das ist eher unschön. Wo sind denn seine Abdrücke? Du Drecksack. Ich glaube, ich habe ihn einmal verfehlt. Okay, da haut er ab. Wir lassen ihn jetzt erstmal ziehen. Wir werden seine Spur, seine Fährte wieder aufnehmen. Wir wissen, er ist zum umgestürzten Waggon in die Richtung gerannt. Da werden wir ihn wahrscheinlich irgendwie wiederfinden am nächsten Tag. Gehen wir davon aus. Jetzt müssen wir uns aber auch ein bisschen um uns selbst kümmern. Ich würde sagen, das ist jetzt absolut notwendig. Und nach der ganzen Action ein bisschen Ruhe zu haben, tut uns wahrscheinlich gerade mal ganz gut. Es ist ja doch ziemlich nervenaufreibend. Weil ein Fehler könnte tödlich bestraft werden. Die Lupe, die brauchen wir echt nicht. Das nehmen wir mit, das auch, das auch. Das nehmen wir auch mit. Oh, Antibiotika, sehr gut. Schublade nehmen wir mit. Haken, Wettstein und eine Schnur. Können wir daraus nicht schon sogar hier... Doch, können wir. Machen wir mal eben. In der Zeit wärmen wir uns auf. Dann haben wir schon mal was zum Angeln oder zum Nähen. Je nachdem, wie wir es benötigen, können wir es dann verwenden. Nix. Hier ist auch nichts. Und da... Ah, guck mal, was da oben drauf ist. Gewehrpatrone, Gewehrpatrone, Gewehrpatrone. Ich glaube, die werden wir auch benötigen in dieser Herausforderung. Dose Kaffee. Schokoriegel. Wir laden mal nach. Ich muss jeden Schuss einzeln nachladen. Das ist mir auch neu. Na gut. Schublade. Nichts. Und hier auch nichts. Schlafsack nehmen wir mit. Können wir auseinandernehmen. Dann können wir dann mit seinem Stoff dann andere Dinge reparieren. Hier Zeitungspapier. Boah, ein bisschen hell gerade. Dünner Wollpulli. Schmerzmittel. Zeitungspapier. Okay, dann schauen wir doch mal eben drüber. Wir haben ja den Schlafsack. Den hier können wir nämlich mal eben zerlegen. Da kriegen wir 10-mal Stoff raus. Das ist eigentlich gerade richtig gut. Dann können wir mit diesem Stoff dann sagen, dass wir halt... Ja, diese dünnen, den können wir dann definitiv auch zerlegen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Stoff auf Reserve, können unsere Kleidung mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, reparieren, nicht zerlegen. Ja, wir nehmen erstmal das nächste Set.
Das hätten wir hinbekommen. Dann kommen wir direkt mal mit der anderen Kleidung, wenn wir dasselbe dann machen. Wunderbar. Spannend beginnt die Folge und langweilig endet sie dann quasi. Gut, aber sowas wie Nähen und alles, das kennt ihr ja, das muss man am Anfang halt machen, um halt irgendwie eine Grundlage zu haben, um zu überleben. Weil ihr habt ja selber gesehen, wie kalt es da draußen ist. Das ist dann umso wichtiger, noch mehr auf Vorrat zu haben. Ja, Lebensmittel sind wir nicht so gut bestückt, wenn wir mal ehrlich sind. Trinken können wir uns natürlich abkochen, genauso wie Kaffee. Sollten wir vielleicht auch jetzt gerade mal für die Nacht, wäre umso wichtiger. Eine Axt haben wir doch, ne? Ja. Machen wir mal ein bisschen direkt hier mehr. 8 Minuten, das ist ja nichts. Dann können wir hier mal eben ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Diese 8 Minuten haben wir auf jeden Fall übrig. Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen den Kanonenofen anschmeißen. Wir nehmen das Buch, wir nehmen Brandbeschleuniger und machen ein Feuer. Hundertprozentige Chance. Und jetzt legen wir natürlich noch mehr Holz hinzu. 3 Stunden Brennzeit. Und wir werden jetzt erstmal, ich würde mal sagen, so 4 Liter einschmelzen. Und diese 4 Liter dann abkochen. Komm, wir haben ja noch diese Wasserreinigungstabletten. Dann machen wir es halt damit. Auch wenn die Brennzeit dafür eigentlich sinnlos ist, aber machen wir es mal eben so. Und dann würde ich sagen, kochen wir uns Kaffee ab. Also, ich würde behaupten, fing gut an. Also, wir hatten einen guten Start. Ich habe ihn nicht immer getroffen, das weiß ich auch. Ich glaube, zweimal habe ich daneben geschossen, aber die wichtigsten Schüsse haben gesessen. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Mal sehen. Muss ich ihn wirklich in seiner Höhle töten oder ist das egal? Muss ich ihn nur bis zur Höhle zurücktreiben und erst dann kann ich ihn final töten? Oder wie ist das? Das ist halt die Fragen. Das sind halt die Fragen, die ich mir gerade so stelle. So, wie genau läuft das Ganze ab? Ich habe da ja keine Ahnung. Ich spiele das ja zum ersten Mal. Ich spiele es quasi wieder blind, weil ich habe das ja noch nicht vorher gespielt. So wie eigentlich immer alles in The Long Dark. Ich habe das noch nie vorher gespielt und spiele das immer zusammen mit euch. Aber ich würde mal sagen, hier an dieser Stelle bitte nicht spoilern. Ich will das selber herausfinden. Ich will es mal versuchen, selbst herauszufinden. So nett eure Tipps dann vielleicht auch sind, sein mögen. Aber in der Hinsicht würde ich das. Bin ich echt sehr neugierig und will das selber herausfinden. Ich meine, ein bisschen was traue ich mir ja auch schon zu. Also, so ein klein bisschen. Ich denke, das kriege ich schon irgendwie hin. So, Schärfen ist jetzt angesagt. Ich meine, am Anfang dauert es ja immer lang. Wir sehen ja hier die Stufe. Das ist dann noch ziemlich gering, was wir immer nur dazu bekommen. Aber desto schneller wir uns da hochpushen, desto besser wird es dann am Ende. So, hier können wir dann natürlich auch nochmal reinigen. Bringen wir mal alles auf Vordermann, damit wir am nächsten Tag in Ruhe losziehen können und uns dann mehr auf die Jagd konzentrieren können. Ach so, das müssen wir auch noch schärfen. Okay, gut. Ja, du kriegst gleich deinen Schlaf, deinen wohlverdienten Schlaf, um es mal so zu sagen. Den hast du dir wirklich verdient jetzt nach der ganzen Kämpferei. Also laut der Information spüre den alten Bären auf und töte ihn. Da steht ja nichts von der Höhle. Nur in der Hauptbeschreibung dieser Herausforderung steht, dass man ihn in der Höhle töten soll. Aber gut, er startet ja quasi direkt vor der Hütte. Bin mal gespannt halt, wie es sein wird. Ich lasse mich da gerne überraschen. Schlafsack könnten wir reparieren, lasse ich aber mal aus. Ja, trinken sieht gut aus, essen eher nicht so. Aber ich würde sagen, jetzt können wir uns mal aufs Ohr hauen.
Das Ganze können wir da mal so machen. Ja, 10 Stunden. Ach, wir haben gar keine Lampe. Na toll, ich finde irgendwie gerade nach oben und zum Bett. Ich würde sagen, wir schlafen, wie gesagt, 10 Stunden. Ich denke, das haut ganz gut hin. Dann sind wir auf jeden Fall wieder von Zustand her wieder auf 100%. Haben noch genügend Tageslicht vor uns. Es ist nicht so kalt. Vielleicht schlafe ich noch mal eine Stunde extra, dann sind wir vollkommen ausgeruht. Dann haben wir immer noch genug Tageslicht übrig, um weiterzuziehen. Und wir gönnen uns einen Energieriegel, trinken etwas und dann ziehen wir los und versuchen dem Bären wieder eins auf die Mütze zu geben. Aber das machen wir nicht mehr jetzt in dieser Folge, sondern das machen wir erst in der nächsten Folge, wenn ich so am Timer schaue. So leid es mir auch tut, ich bin selber wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich schon selbst auf die nächste Folge. Für mich ist es gleich, für euch dann in 2 Tagen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet Spaß und hoffe auch, dass ihr in 2 Tagen wieder dabei seid. Und bis dahin, tschüss.